Transtar Exhibit. Das. Oh, oh. Da ist eins dieser Phantom und mir wurde gesagt, ich soll in Bewegung bleiben. Das heißt, ich kann wahrscheinlich nicht gegen die ankommen. Reagenzglasscheibe und organisches Material nehmen wir. Okay, was auch immer das war. Achtung, die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Haben wir eine Karte? Ja, danke. Unter M. Ist das das, wo ich hin muss? Okay, wir gehen doch auf Ziele und auf Karte ansehen. Das ist das. Okay, ich muss nach Ebene 3. Kein Problem. Ebene 3. Okay, IT-Abteilung, da haben wir noch kein Passwort für. Der schießt auf Dinge da unten. Ich weiß nicht warum. Okay, hier sind wir offenbar falsch. Wir sind hier nämlich in Ebene 2 und haben keinen Weg mehr zu Ebene 3. Human Resources, da kann ich momentan noch nicht hin. Oh, was haben wir denn da? Sonnengetrocknete Tomaten und Kaffee Karsk. Okay, ich habe die Toiletten gefunden. Juhu. Bin nicht sicher, ob es hier wirklich weitergeht. Ich meine, warum sollte es? Ebenenübergang. Sowas suche ich. Da hinten haben wir Shuttle Dock. Okay, wir gehen zu. Moment, was haben wir denn da? Ein Medikit nehmen wir mit. Na gut, dann nicht. Okay, da hinten haben wir es. Shuttle Bay. Und hier haben wir noch ein Medikit. Nehmen wir mit. Haust du ab, Mimik. Okay. Alles gut. Jason Cheng hatte eine Zitronenschale bei. Misha Lasrev hatte einen defekten Lüfter und Ersatzteile bei. Okay, kein Sauerstoff hinter diesem Punkt. Aha. Was passiert, wenn ich da reingehe? Keine passende Schlüsselkarte. Okay. Okay, hier können wir auch nicht einfach durch. Ja, das hat nicht wirklich was gebracht. Hoppala. Zitronenschale und biologisch gefährliche Abfälle. Ja klar, das schleppe ich gern mit mir rum. Wir gucken nochmal auf der Karte. Wo haben wir noch einen Übergang? Das hier sind Ziele. Ja, toll. Also ja, das hier. Aber ich weiß eben nicht, wie ich da hinkomme. Muss ich wahrscheinlich erstmal aufdecken dann auf der Karte. Oh Gott, das sind drei? Vier! Haut ab. Okay, ich sehe nur drei von vier. Das beunruhigt mich.
Ja, Medikit benutzen. Moment. E. Okay, wir können. Hoppala, also einfach pausieren dafür. Wo bist du? Da bist du. Hilfe! Okay. Alles gut. Typhon-Organ, 9mm Munition, schön. Typhon-Organ, Schrotmunition, schön. Okay, wir haben uns ein klein bisschen jetzt geheilt. Wir sind jetzt so bei 20 Leben wieder. Ich weiß nicht, ob man sich mit der Zeit wirklich heilt wieder. Moment. Wir haben hier auch Essen. Wir essen mal was. Und es heilt uns. Den Status kann ich mir jetzt leider nicht genau angucken. Aber wir haben einfach mal ein bisschen was gegessen und jetzt scheinen wir gesünder zu sein. Ah ja, und wir heilen uns gerade auch noch weiter. Das heißt, Essen sorgt dafür, dass wir uns erstmal ein bisschen heilen und dann noch weiter. Hallo, Mimik. Tschüss, Mimik. Ha. Können wir uns eigentlich mit Trinken heilen? Ich glaube nicht. Also wir heilen uns gerade, aber... Oh, verdammt. Moment, ich muss mal kurz in die Option. Steuerung. Schleichen. Steuerung. Danke. Oh, Security. Das ist ein Bereich, wo man gewöhnlich nicht hin kann. Da will ich mal hin. Mal sehen, wie es in so einem Security-Bereich aussieht. Gut, hier können wir nicht weiter. Gut. Jetzt müssten wir gleich wieder auf Ebene 2 sein. Obwohl, ne, Ebene 1, das unten ist. Uah! Ein. Biologisch gefährliche Abfälle. Yay. Traumazentrum. Okay, da kann ich nicht hin, aber da muss ich später noch hin. Stuff Lounge. Kann ich hier rein? Oh, verdammt. Da hat mich ein Mimik bemerkt. Da unten irgendwo. Also ich glaube, der weiß das. Ah ja, okay. Der hat irgendwas gehört, wusste aber noch nicht, wo wir sind. Und jetzt hört er uns nicht mehr. Sehr gut. So, und wir essen nochmal was. Mit Steuerung ist das jetzt. Okay. Und jetzt müssten wir uns wieder über Zeit ein klein bisschen heilen. Da hinten ist unsere Videodatei, wie es aussieht. Ist das Geschütz? Nein, oder? Die werden hier doch kein Geschütz aufgestellt haben. Hallo, was genau bist du? Das ist ein Geschütz. Die haben hier ein Geschütz hingestellt. Auf einmal bin ich froh, dass hier ein Geschütz steht. So, okay. Ja. Jason Cheng. Gut, wir haben das Passwort nicht, das ist doof. Eine Banane haben wir, das ist gut. Das hier ist alles nichts, das wir mitnehmen können. Und da kommen wir nicht lang, ne? Morgen Use Büro, das müssten wir doch eigentlich aufmachen können. Ja, okay, dazu brauchen wir Hackerzugang. Ah, hallo. Der Code für Ihr Büro
lautet 0451. 0451. Danke sehr. Warum weiß der das und ich nicht? Bin ich hier sicher? Ich meine, da ist ein Geschütz, das mich beschützt, ne? Willkommen zurück. Das war in den letzten 3 Jahren Ihr Zuhause. Das Video dürfte auf Ihrem Arbeitsterminal sein. Das war mein Zuhause? Mein Apartment sah doch vorhin noch ganz anders aus. Hä? Guten Morgen, Talos. Alle Mitarbeiter haben sich zu Ihrem Arbeitsterminal zu begeben. Im Falle einer Abwesenheit informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Vorgesetzten. Recycler. Recycler können dazu benutzt werden, ungewollte Gegenstände zu nützlichen Materialien zu recyceln. Gegenstände. Ah, hier haben wir einen Abfallbehälter offenbar noch. Achso, nee, das ist nur die. Achso, das ist alles das gleiche Gerät. Durchgebrannte Platine nehmen wir. Korrodierte Spule nehmen wir. Ersatzteile nehmen wir. Tulpenstrauß, ja, klar, warum nicht? Mineralisches Material 1.0. Wurzelfabrikator ebenfalls. Neue Schlüsselkarte, Mong Yu Suit. Seed. Sweet. Ach Gott. Ich kann solche Worte nicht aussprechen. Operator Dispenser. Was genau ist ein Operator Dispenser? Kommt da der Operator raus, wenn er benötigt wird? Ein Apfel, nehmen wir. Okay, da ist unser Bruder, da sind wir. Dann werden das hier wohl unser Vater und unsere Mutter sein. Oh, ein Tresor. Glukanon-Munitionsfabrikator-Plan. Und ein Waffen-Upgrade. Waffen verbessern. Du hast ein Waffen-Upgrade erhalten, damit kannst du Waffen verbessern. Wir drücken T, um mehr zu erfahren. Mit Waffen-Upgrades kannst du deine Waffen verbessern. Um ein Waffen-Upgrade zu benutzen, wähle die Waffe, die du verbessern möchtest und drücke R. Wähle anschließend über Verbessern eine verfügbare Verbesserung aus. Hinweis, einige Verbesserungen erfordern fortgeschrittene Fähigkeiten. Okay, schauen wir uns mal das Video endlich an. Fabrikatoren. Mit Fabrikatoren kannst du Waffen, Munition und andere nützliche Gegenstände herstellen. Okay. Moment, wir gucken uns da auch das Fortgeschrittliche an. Fabrikatoren nutzen Fabrikatorpläne, um Dutzende von nützlichen Gegenständen an Bord der Talos 1 herzustellen. Jeder hergestellte Gegenstand verbraucht eine Kombination aus organischem, mineralischem, synthetischem und exotischem Material. Suche auf der Talos 1 nach Plänen und Materialien. Und jetzt gucken wir uns das Video an. Doch nicht, das hier ist der Fabrikator. Glukanister können wir machen. Unendliche Lizenzen. Herstellzutaten in den vorgesehenen Plätzen platzieren. Dazu brauchen wir... Hoppala. Nein, nehmen und nehmen. Okay. Ein Kanister mit hochverdichtetem Schaum, der Gegner bewegungsunfähig macht, füllt die Glukanone wieder auf. Ah, da oben steht, wie viel wir haben und hier steht, wie viel wir brauchen von dem jeweiligen. Okay. Das ist also recht basisch gehalten. Und wir heilen uns offenbar nicht mit der Zeit, denn wir sind immer noch bei 54. So, durchgebrannte Platinen, ausgefranste Kabel, nehmen wir, korrodierte Sprudel, nehmen wir auch. Dann gucken wir uns jetzt das Video an. Nicht im Spiegel, weil wir uns im Spiegel generell nicht sehen. Wo ist bitte das Video? Ach da, auf dem Schreibtisch. Neuromod 3, cool. Und Telekonferenzen nehmen, Schlüsselkarte für Telekonferenzraum. Voilà, ja, wir legen das wieder hin. Passwort eingeben. Oh, erstmal Notiz. Guten Morgen, Morgen. Ich finde die Kombination von Begrüßung und Name so schön. Ich habe den von Ihnen angeforderten Plan. Er liegt in Ihrem Tresor. Ah ja, den habe ich schon gefunden. Danke. E-Mail 3 von 3, Programme 1. So. Bitte nicht stören. Morgen, wie angefordert, werden Ihre Terminalprotokolle automatisch in Ihre Suite in den Besatzungsquartieren weitergeleitet. Außerdem erhalten Sie die Vorräte aus dem Maschinenlabor. Sagen Sie Bescheid, ob alles wohlbehalten bei Ihnen angetroffen ist. Falls nicht, werde ich mich darum kümmern. Wie in den letzten Wochen werde ich dafür sorgen, dass Sie in der Zwischenzeit nicht gestört werden. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihnen noch etwas wenn ich noch etwas für Sie tun kann. Ich halte vor Ihrem Büro die Stellung. Jason Cheng. Fragezeichen betreff.
Mikaela Iyushin an mich. Ich weiß immer noch nicht, was geschehen ist. Ich habe es hinter mir gelassen, aber es gibt keinen Grund, warum wir uns nicht wie normale Menschen verhalten können. Heute bist du an mir vorbeigegangen, als ob ich Luft gewesen wäre. Wenn ich dich mit irgendwas verärgert habe, sag es mir. Dann können wir darüber reden. So zu tun, als wüsstest du nicht, wer ich bin, hilft da nicht weiter. Wir müssen schließlich zusammenarbeiten. Mika. Eine Person, von der wir nicht wissen, wer sie ist. Ja, Gedächtnisverlust ist schon doof. Geschafft. Ende der Nachricht. Von January. Okay. Und zurück. Und wir gucken uns das Programm an. Schau mich an morgen. Hallo morgen. Diese LGV-Datei sollte einige Dinge erklären. Sorge dafür, dass du beim Anschauen allein bist. Mimix? Seid ihr hier? Warte mal kurz, da haben wir noch ein Buch, das wir lesen können. So schnell, so weit 1. Erster Auszug aus die Kommerzialisierung des Raumfahrtprogramms von Dr. J.V. Edwards. In Kennedys zweiter Amtszeit nahm der Wettlauf ins All neue Ausmaße an und wäre ohne seine Unterstützung wohl vollständig zum Stillstand gekommen. Mehrere Mondlandungen läuteten ein beschleunigtes Raumfahrtprogramm voller Tatendrang ein, sowohl in Regierungskreisen als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Für die damalige Zeit ungewöhnlich, besonders im Gegensatz zu Kennedys erster Amtszeit, war der Umstand, dass es sich hierbei nicht um einen Rennen zwischen zwei Mächten handelte, sondern Sowjets und Vereinigten Staaten scheinbar gemeinsam in den Weltraum vorstoßen wollten. Haben wir hier eine veränderte Zeitlinie? Das klingt nämlich nicht nach dem, was ich darüber bisher gelesen habe. Allerdings mit dem Raumfahrtprogramm habe ich mich erstaunlich wenig auseinandergesetzt. Gut. Video-Wiedergabe auf dem Hauptbildschirm. Wo ist der Hauptbildschirm? Wow. Das ist ein toller Hauptbildschirm. Ist das ein... Hallo Morgan, harter Tag. Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Dein Gedächtnis hat Löcher, ich weiß. Tut mir leid, aber das bleibt. Erst einmal musst du wissen, dass du January vertrauen kannst. Er ist ein Operator, quasi ein Backup von mir und dir. Er weiß, was du vergessen hast. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen getestet, ihre Neuralmuster auf uns übertragen. Das Problem ist, die Entfernung einer Neuromod setzt das Gedächtnis zurück, auf den Punkt ihrer Installation. Du vergisst alles. Durch einen Prozess hättest du zwischen den Tests auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Aber man könnte das überspringen, dich immer wieder denselben Tag erleben lassen. Tja, genau das hat Alex gemacht. Du fragst dich, warum? Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Okay. Ich dachte, ich hätte jedes dieser verdammten Videos gefunden. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass du dir das anhörst. Nicht bevor ich die Gelegenheit hatte, dir alles persönlich zu erklären. Aber fürs Erste... Verdammt, ich muss los. Rühr dich bitte nicht, bitte. Ich möchte bitte mit January reden. Ich trau meinem Bruder nicht. Tut mir leid, Morgan. Alex hat uns von den Looking Glass-Servern abgeschnitten. Es wird Zeit zu improvisieren. Ich schlage vor, Sie durchsuchen Dr. Calvinos Werkstatt im Maschinenlabor. Er hat die Looking Glass-Technologie erfunden. Vielleicht finden Sie dort eine Möglichkeit, die Serververbindungen wiederherzustellen. Derweil suche ich nach einer anderen Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Viel Glück. Gut, danke, dann... Hallo, Geschütz. Braves Geschütz. Wie in einem trüben Spiegel. Neues Ziel. Alex hat die Looking Glass Server deaktiviert, bevor ich mein Video zu Ende sehen konnte. January glaubt, dass Lorenzo Calvino, der diese Technologie erfunden hat, weiß, wie die Videodatei wiederhergestellt werden kann. Seine Werkstatt ist im Maschinenlabor. Uppala. Na los, komm doch her. Trau dich. Zack. Schon 4 davon.